Hallo, grüße euch. Paraguay Live, ich bin der Bit und herzliche Grüße wie immer aus dem heißen Paraguay. Also wir haben heute sicherlich gut über 35 Grad. Danke für eure Fragen. Es geht um schlüsselfertiges Bauen. Viele Fragen von euch und vielen Dank erstmal. Das Thema ist sehr, sehr wichtig und viele fragen, ja, wie soll ich denn am besten bauen? Also, ich habe schon mehrere Videos darüber gemacht. Werde ich euch hier am besten die ganze Playlist verlinken mit zahlreichen Videos über das Bauen. Aber in diesem Video möchte ich ganz speziell auf das Projekt mit dem Baumeister drauf eingehen. Ja, also wie gesagt, Bauherren, und da werde ich euch gleich erklären, worum es geht. Bleibt dran! Also schaut euch bitte an, ein gutes Beispiel von der schlüsselfertigen Bauweise eben hier in Paraguay, in unserer Umgebung. Also, das Bauherrenmodell, nenne ich das einfach mal so. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch Bauherrenmodelle, was um eine Investition sich drumherum dreht. Das ja, aber hier, also auch damals in Deutschland, gab es Bauherren, die zuerst das Grundstück gekauft haben, zweitens mit einem Baumeister bzw. mit einer Baukolonne den Vertrag abgeschlossen haben über schlüsselfertige Bauweise. Ja, und die Pläne natürlich gut, man kann es eigene mitbringen oder man kann es natürlich durch den Baumeister in Anführungszeichen anfertigen lassen. Also glaubt mir, die Pläne sehen also beim Weitem nicht so aus wie natürlich die richtigen Architektenpläne. Aber gut, was soll's, man nimmt es halt hier nicht so ganz genau. Und von daher, es wird meistens so gebaut. Das heißt, nochmal kurze Zusammenfassung, ihr kauft das richtige Grundstück, natürlich mit dem Eigentumsnachweis.
und lässt den Baumeister euer Haus nach eurer Vorstellung, nach euren Wünschen bauen lassen. Es gibt natürlich wie bei jeder Lösung Vor- und Nachteile, auch bei dieser Lösung hier in unserer Umgebung. Das heißt, der Bauherr hat alle Materialien selber bezahlt. Das heißt, es ist mehr oder weniger gute Planung entstanden, wo man sich darüber einig ist. Zweitens, man bekommt von dem Baumeister einen Festpreis. Naja, nicht so wie in Deutschland, aber so ungefähr. Das heißt, über die Handwerkstätigkeit. Das heißt, ihr kauft die Materialien und der Baumeister führt die entsprechenden Gewerke aus. Das heißt, ob es um Fliesen geht, ob es um das Mauerwerk, Verputzen und so weiter. Also alles wird im Prinzip durch eine Person, durch diesen Baumeister, im Prinzip nicht nur ausgeführt, sondern er bestimmt seine Subunternehmen bzw. auch seine eigenen Arbeiter lassen es ausführen. Also von daher, so ungefähr funktioniert das Ganze. Schaut euch bitte auch das Beispiel und wie gesagt, was die Baumaterialien nochmal, Baumaterialien angeht und auch das Aussehen des Hauses, auch die Farben und so weiter, die ganze Gestaltung macht der Bauherr, also der Eigentümer. Also im Prinzip in diesem Fall wird ihr das machen, ja, damit das also ganz klar bleibt. Nicht, dass viele sagen, ah, ich verstehe es nicht und wie auch immer. Also in Deutschland gab es oder gibt es auch diese Modelle. Früher habe ich euch auch Video verlinkt. Das war so eher so Bauträgermodell. Ja, das heißt also, ihr kauft ein Grundstück inklusive Haus, inklusive Schlüssel, fertiges ja, Anwesen, sage ich mal. Inklusive Garten, inklusive Swimmingpool eventuell, inklusive Hausanschlüsse und so weiter. Ja? Hier handelt es sich eher um ein Bauherrenmodell. Das heißt, ihr besorgt das Grundstück, ihr macht die Pläne gemeinsam mit dem Baumeister und ihr lässt auch Gewerke ausführen. Wobei, wie gesagt, also schon empfehlenswert ist es, dass man natürlich es schlüsselfertig ausfertigen lässt, damit ihr natürlich eure Ruhe habt. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht kontrollieren müsst. Nein, 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 nein. Und da liegt es eben das kleine Risiko. Ihr müsst jeden Tag auf die Baustelle sein, um es zu kontrollieren. Und im Prinzip, ich sag mal, sowohl die Bauvorgehensweise, also auch die Qualität der Handwerker bzw. der Mauer bzw. der Fliesen und anderen Sachen, um es festzustellen, ob es alles in Ordnung ist. Und das nimmt viel Zeit auch in Anspruch. Also da müsst ihr nach oben drauf rechnen. Ja, aber dieses Modell ist sehr populär, wo man also auch gewisse Freiheiten hat. Ja. Man kann es bestimmen, man kann sich zusammensetzen und sagen, pass mal auf, Baumeister, so nicht, macht man das vielleicht ein bisschen anders. Und man kann den Preis dementsprechend anpassen.
Ja, mit dem Architekten geht es ähnlich, aber da ist der Fachmann oben drüber, der alles überwacht. Und hier in diesem Modell, preislich bin ich fast sicher, unterscheidet sich das kaum. Also von daher müsst ihr einfach überlegen, schaut euch auch das Video zu Ende, da kommen noch weitere Empfehlungen und weitere Ausführungen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch etwas helfen. Und wie gesagt, falls ihr nochmal detaillierte Fragen habt, natürlich bitte unten in den Kommentaren wie immer die Fragen stellen. Es ist wichtig, damit ihr im Prinzip die korrekte Entscheidung treffen könnt. Das ist entscheidend. Also man kann sowohl mit dem Architekten bauen, als auch mit den Baumeistern, als auch selber, ja, mit anpacken. Die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Es gibt bei jeder Lösung Vor- und Nachteile. Deshalb freue ich mich und bedanke vor allem auch für die interessanten Fragen. Und ich denke, ihr abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt. Das ist wichtig, um nichts mehr zu verpassen. Und wie gesagt, wünsche noch eine erfolgreiche Woche und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wie immer, Likes nach oben. Links, wie gesagt, die weiteren Empfehlungen, empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal, auch aus der Immobilienbranche, aber natürlich auch über Einwanderung. Okay, mach's gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.